Diese Carbon-Türen sind leider ein bisschen weich. Heute gucken wir mal, ob Artium die nicht ein bisschen versteifen kann. Und jetzt der entscheidende Moment. Und ihr wisst, wie vorher die Türen auf und zu gehen. Also Artium, du verstehst dein Werk. Was soll ich sagen? 10 von 10 Punkten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder bei Artium, der Firma Baltic Carbon. Es geht fleißig mit der Halle hier voran, ne? Wie ich sehe. Ja, immer mal wieder, ne? Nee, und vorne wird auch noch gebaut. Ja, so wird auch nebenbei. Hier, ne? Nee, das haben wir zu tun. So, pass auf, wir haben heute hier eine Thematik, die, ich habe es ja schon angekündigt, ist höchstgradig interessant. Die Türen, wir haben hier die Arbeit Carbon-Tür, wir haben beide Türen mit. Der eine oder andere hat es vielleicht auf der Messe gesehen, die sind nicht gerade so die stabilsten Carbon-Türen, sind halt auch einfach nicht die teuersten. Aber das Problem ist, so wie wir sie montiert hatten, behaupte ich, werde ich keine einzige Runde fahren, weil schwierig. Einfach die gesamte Kante hier vorne viel zu labbrig ist. So, das heißt, alles, was hier drin ist, inklusive den Aufnahmen für die Scharnieren, ja, sag was. Also ja. Nur, dass man da einfach was rein laminiert in die Form, in welche Art auch immer, ist das nicht getan. Man muss sich da auch schon ein bisschen mehr Gedanken machen, sprich, wo die Kräfte eigentlich herrschen, was da passieren soll. Und dementsprechend kann man gewisse Fasern, Faserarten, Faserrichtung anordnen, stabilisieren, Lagenzahl, Ausrichtung der Faser selber und das damit beeinflussen. Zudem spielt auch das Harz jetzt auch hier eine große Rolle. Ich gehe davon aus, dass es jetzt in diesem Fall, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Polyesterharz verwendet wurde. Und der hat einfach auch nicht ganz die Eigenschaften wie ein Epoxidharz, was ich für meine Teile verwende. Das kommt auch noch mit sich und deswegen, da kommt eins zum anderen irgendwo. Wir sehen auch hier zum Beispiel, dass es nachher auch brüchiger wird. Also, was ich vergessen habe, das Verfahren ist auch ein wichtiges. Mhm. Wenn zum Beispiel an gewissen Stellen oder überhaupt der Harzanteil höher ist als der Faseranteil, hat man auch so die Symptome. Also bei der anderen Tür sieht man es ein bisschen besser, dass es halt rausbricht, dass es halt spröder ist, deutlich spröder ist. Hier drum, wenn wir jetzt hier drücken und ziehen, ja gut, dann ist das ein bisschen fast zu doll gewesen. Knack-O in der Hand. Man sieht, dass sich das einfach verwindet, verbiegt. Also hier ist auch definitiv zu wenig verstärkt. Man kriegt die Kraft gar nicht übersetzt. Dieser Winkel, der dann her in der Tür herrscht, wo die dann, wenn sie aufgeht, wenn er hängt, das kann es gar nicht abfangen. Also es war auf jeden Fall witzig zu beobachten. Messe, Limo-Tür, die Leute reißen die Tür auf und es fühlt sich so stabil an, dass man gar nicht so glaubt, dass es kaputt ist. Und hier war es so, okay, die hat jetzt auch, ist eine einteilige Tür und nicht mit dem Rahmen drin. Du machst die Tür so auf und wenn du über diese Ratscher ratschen musst, denkst du immer so, ich traue mich gar nicht, die Tür weiter aufzuziehen. So, weil, noch einmal und auf dem Boden, ne? Ja, ich habe es in dem Video gezeigt, diese Kante über den Hebel arbeitet halt wirklich extrem. Also wirklich, wenn du hier das Scharnier anschraubst, macht das Ding gefühlt so 20, 30 Grad. Ja, und das ist halt das, auch unter anderem das Problem. So, ja. Und jetzt kam Artium auf der Messe an und meinte, ey, wir gucken mal, ob man die nicht ein bisschen retten, versteifen, wie auch immer kann. Das heißt, wir gucken heute, wie man in Anführungsstrichen mit kleinen Mitteln sowas vielleicht retten kann. Genau. So. Cool. Das heißt, was machen wir? Wir bauen die neu. Okay, alles klar. Nein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video sieht man, wie man zwei Formen baut. Wir gucken jetzt einfach, also wie gesagt, wo das Problem eigentlich ist. Also ich gehe immer generell an solche Sachen immer dran. Ich gucke es jetzt mal an. Hier sieht man es auch schon. Genau, und versuche jetzt mal festzustellen, wo ist eigentlich das Problem. Und anhand dessen ergibt sich meistens, was man ändern kann, dass sich das überhaupt bessert. Und dann sucht man einfach die Lösung für das Problem. Kurz für die Zuschauer, was denkst du, in welchem Verfahren ist die Tür gebaut? Also klar, Carbon sieht man ja, zumindest die innere Schicht da. Ich denke, Nasslaminat pressen, weil ein paar Sachen deuten darauf hin. Aber also immerhin zweiteilige Form und dann wird es schon irgendwie gepresst. Nee, also du hast genauso wie im Vakuumfusionsverfahren zum Beispiel oder Autoklaver, wie auch immer, du hast immer eine Form, wo das Laminat reinlaminiert, reingelegt wird und dann wird das Ganze unter Vakuum gesetzt, beziehungsweise in diesem Verfahren werden die Fasern erst getränkt mit dem Harz. Ah, okay. Und dann kommt dieser Vakuumaufbau, der dafür benötigt wird, meistens noch mit einem Vlies, der das überschüssige Harz entzieht, weil im Handlaminatverfahren trägt man viel mehr Harz auf. Um das loszuwerden, um einfach eine höhere Faserdichte zu erreichen, wird das Harz durch dieses Vlies mit zusätzlich abgesaugt.
Meistens ist der Aufbau wie folgt: Faser, also Fasern, getränkte Fasern, dann Abreißgewebe, sofern das nötig ist, nicht unbedingt, dann eine Trennfolie, Lochfolie und dann dieses Absaugvlies. Und dann kommt eigentlich die Vakuumfolie mit dem Dichtband drauf, Anschluss, dann wird Vakuum draufgegeben, dann wird das Ganze verpresst und je nachdem, wie viel Vakuum man drauf gibt, desto mehr Druck kann man auch, das kann man auch so ein bisschen regulieren, was man da rauszieht oder auch mit dem Vlies selber. Das ist so, wie du deine Teile auch baust? Nee, ich fertige sie überwiegend im Vakuum-Infusionsverfahren. Das ist, ich belege es mit trockenen Fasern und tränke sie nachhinein. Also der einzige Unterschied ist nur, dass einzige in Anführungsstrichen, du machst es trocken und der Harz wird über den Unterdruck reingesaugt und in diesem Verfahren, was du gerade über erklärst, den Überdruck, den Atmosphärendruck in die Form gedrückt, in das Vakuumsystem. Genau, okay, verstehe. Aber gut, dass du es verstanden hast. Ja, genau. Aber ja, und das ist das Problem bei solchen Sachen, ist halt, du siehst, es funktioniert auch, aber der Lackierer wird dir wahrscheinlich nicht gedankt haben, wo er es lackiert hat. Nee, das hier ist auch so viel Lack drauf. Weil dadurch, dass du es halt handlaminierst, bringst du auch viel mehr Luft. Luftbläschen, ja, die du laminieren, die bringst du einfach mit rein und unter Vakuum zusätzlich, das ist wieder Nachteil, dehnt sich die Luft aus, verdrängt teilweise auch den Harz, bildet ein Pinhole, ein kleines Loch und aufgrund der Oberflächenspannung beim Lackieren kriegt der Lackierer es nicht komplett, beim ersten Mal meistens nicht zu. Deswegen ist das. Das heißt, man muss Klarlack auftragen, um die ganzen Löcher einzumachen. Ja, füllern, spachteln, je nachdem, wie groß das ist. Es gibt verschiedene Tricks und Möglichkeiten, aber es ist alles mit Aufwand verbunden. Und warum den Aufwand, wenn es auch anders geht? Ne? Okay, so. Das heißt, was machen wir? Ja, wir schauen erstmal alles ab. Dann gucken wir uns mal die Gewinde an. Ja, erstmal, dass wir überhaupt da rankommen. Ja, zerlegen können wir sie nicht, das heißt, wir müssen irgendwie so arbeiten. Ein bisschen gebrechlich, ein bisschen ja, ums Eck. Ein bisschen Finger brechen. Genau. So, genau. Jetzt, ich würde sagen, wir entfernen erstmal das Scharnier, damit wir überhaupt da rankommen. Ja, so, jetzt kommen wir da einigermaßen ran. Jetzt würde ich sagen, drehen wir das Teil einmal. Okay, das heißt, alte Gewinde als erstes raus. Ja, so wie ich das sehe, sind die einfach nur geklebt. In diesem Fall mit einem flexiblen Kleber. Das ist eine flexible, keine starre Verklebung. Und ich denke, die sind nicht einfach nur stumpf draufgeklebt. Deswegen denke ich mal, dass wir die einfach weghebeln können. Aber vorher machen wir Folgendes. Bevor ich die Alu-Boxe kaputt mache, drehe ich da einen längeren Hebel als Schraube rein. Nicht zu weit. Oh, das ist hier kaputt. Carbonik-Gewebe durch. Wäre aber geil, ne? So richtig so jetzt komplett. Das war der erste. Okay, ja, hier sieht man jetzt aber auch gleich direkt schon den Unterschied. Das ist ja einfach nur eine Unterlegscheibe mit einer Einziehmutter, die sich hier zwischen zieht. Klar, das ist natürlich was anderes als deine. Ja, also es ist halt auch das. Er vertraut aber immer ins Carbongewebe. Man denkt, das macht nicht viel aus, aber auch schon dieser 5 mm Kragen, der größer ist, macht schon enorm was aus, finde ich. Ja, alleine Hebel, ne? Ja. Wenn man sich überlegt, der gerade wenn man so links, rechts kippt, wenn der Hebel viel größer ist, kippt das natürlich auch viel weniger. Oder kann die Kraft einfach besser aufnehmen. So. Und ich denke mal auch, dass, wo sie die Dinge eingezogen haben, ziehst du ja am Dinggewinde. Das heißt, du streckst das ja irgendwo. Ne? Und deswegen ist das so kipplich. Ne? Und das ist natürlich auch nachher beim Einstellen, beziehungsweise irgendwann gibt das Ding, auch weil es ein Alugewinde ist. Du stellst die Tür ein, ne? Immer auf. Aber auf, zu. Wir wollen jetzt also an die Stelle wirklich von hinten wieder was hinterlaminieren. Das heißt, ja, dann bringen wir richtig Gewebe auf. Ja, wir betten das Ding eigentlich ein. So. Mhm. Wir kleben die ein gleich mit einem Klebstoff, der nach ein paar Minuten hart ist. Dann nehmen wir hier so ein von Car Systems, so ein Ding. Ich glaube, 1-2 Minuten hat er. Zwei Komponenten, Polyurethan ist das. Ja, und dann kleben wir die ein, dann sind die schon mal fixiert. Auf der Sollstelle. Dann können wir noch ein bisschen, wir haben noch die Chance, ein bisschen nachzukorrigieren, dass sie wirklich so mittig sind. Wenn ein bisschen ins Gewinde kommt, das können wir auch noch mal rauskratzen und wie auch immer nachschneiden nachher. So, und dann schneiden wir uns eine Kohlefaserlagen zurecht, die wir dann dort reinlaminieren, überlaminieren. Wir laminieren die ganze Backe, weil wir wollen die Kraft übertragen. Das heißt, wir versuchen wirklich die ganze Fläche
in Anführungsstrichen so hart wie ein Brett zu machen, dass es halt, dass wir die Scharniere einschrauben können und nichts passiert. Genau, dass wir einfach die Kraft von dieser Seite auf die Tür übertragen können. Also das ist das, was wir könnten natürlich jetzt auch noch mehr machen, aber wir fangen damit an. Man kann jetzt nachher hier stabilisieren und da stabilisieren. Wenn man hier guckt, da passiert auch einiges. So sieht man es nicht, aber wenn man hier anfängt zu hebeln, es ist durch diese Profilform ist hier schon viel passiert. Mhm. Also das macht schon viel aus. Cool. Aber trotzdem, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn wir das schon mal gemacht haben, dann kannst du schon mal vernünftig einstellen und auf den Zug bekommen. So. Mhm. So, ne? Das ist halt das, was wir erstmal erreichen wollen. Wenn das, solange es halt einigermaßen vernünftig auf Zug geht und bei der Fahrt auch hält, ist das für einen Rennwagen so schon mal halbe Miete. Halbe Miete. Was machen wir nun? Jetzt müssen wir irgendwie, wir müssen ja die Oberfläche vorbereiten. Sprich, wir müssen sie behandeln, mechanisch, damit wir eine Anhaftung zu der Tür, also Laminat, unser Laminat, was wir auftragen, zu diesem Material haben, damit es sich da verbindet mit. Das heißt, wir müssen es anrauen. Wir nehmen Schleifpapier und dann muss ich da mit der Hand rein und irgendwie, Das heißt, das Anrauen von der Oberfläche ist jetzt nicht nur, um diese Buchsen aufzukleben, sondern auch der Harz würde auch gar nicht richtig drauf halten. Also selbst der braucht diese angeraute Harzoberfläche. Also er wird schon relativ, also Epoxy ist schon ein relativ guter Haftvermittler, was heißt Haftvermittler, aber er haftet schon relativ gut drauf. Trotzdem möchte ich das leicht anrauen, die erste Oberfläche entfernen. Also anrauen in dem Sinne, diese, was heißt Schlacke, aber das die Ablagerung, was da an der Oberfläche ist, entfernen, anrauen und dann einmal mit Aceton können wir es reinigen. So, dann haben wir eine deutlich bessere, sage ich mal, Anhaftung. So, wie gesagt, jetzt muss ich versuchen, die ganze Fläche, wo wir das Laminat auftragen, versuche ich jetzt anzurauen. Beste Position zum Schleifen. Also, wir schrauben den Kleber. So, dann tragen wir hier was auf und dann platzieren wir den guten. So, jetzt kann ich den platzieren und andrücken. So. Passt. Das war Schritt Nummer 1. Ja, genau. Jetzt haben wir die Gewinde schon mal drin, die vernünftigen. So. Und dann. Die lege ich dir hin. Die kannst du bei der nächsten Tür verbauen. Ja, jetzt eigentlich kannst du die erstmal ablegen. Wir bereiten Material vor, das, was wir reinlaminieren wollen. Beziehungsweise fertigen gleich eine Schablone an. Anhand der Schablone machen wir uns dann die Pads, die wir dort reinlaminieren werden. Das heißt Schablone, du willst jetzt hier... Genau, wir wollen eigentlich hier zwei Lagen reinlegen und dann hier auch nochmal zur Verstärkung. Mhm. So, das heißt, ich fertige eine Schablone. Hier kann ich das ja messen. Und dann schneiden wir uns die Lage zurecht. Schablone heißt einfach nur, dass du halt nicht jetzt einfach hier so eine übergroße Lage von innen reinschmeißt, sondern es soll schon eine Lage sein, die da einigermaßen gut reinpasst. Ja, weil wenn wir jetzt das zu groß wählen, wenn ich jetzt anfange zu messen, dann ist das sowieso, hier ist das ein bisschen breiter und da ein bisschen dünner. Es ist halt einfacher oder geschickter, eine Schablone zu machen, die ungefähr da reinpasst. Wie geht das dann? Das eigentliche Gewebe wird dann mit Harz getränkt? Ja, wir tränken das vor. Man kennt es natürlich eigentlich. Sagt man das so oder macht man es so? Man trägt erst Harz auf und tränkt das Gewebe von unten nach oben. Mhm. So, ganz einfach. Warum? Also erstens, bei Glasfaser zum Beispiel ist es so, du siehst, wenn es transparent wird, ne? Dass es richtig getrennt ist. Bei Kohlefaser ist es wieder schwieriger, weil es dunkel ist. Du siehst nicht, es wird nicht transparent. Jetzt, wie erfährst du, wann der Tränkungsgrad erreicht ist? Das heißt, Glasfaser wird mit Harz komplett durchsichtig? Wenn du es richtig machst, ja. Können wir mal gleich mal gucken. Es ist halt so, man tränkt von unten nach oben, damit man die Luft rausbekommt. Mhm. So. Ist jetzt in diesem Fall nicht ganz relevant, nicht so schlimm, aber wenn du einen Aufbau machst in der Form zum Beispiel, dann wirst du die Luft ja nicht raus haben. Das heißt, du kriegst die schwer raus. Es gibt Entlüftungsroller, musst dir vorstellen, so ein Roller mit so ganz vielen Pieksern. Mhm. Gibt es auch verschiedene Varianten, die du rüberrollst, damit das sich öffnet und die Luftblase austreten kann. Für uns ist es ein bisschen primitiv. A, haben wir eine Decklage drauf, in dem Sinne, die eigentliche Tür. Und wir wollen ein Laminat dahinter bilden, was uns die Kraft überträgt. Ja, und was es nachher ist, das ist uns völlig egal. So, irgendwo. Trotzdem wollen wir es irgendwo möglichst lufteinschlussfrei haben. Deswegen machen wir es. Und das ist einfacher für uns, das vorzutränken und dann einfach da reinzubringen und auszuglätten mit den Händen, ein bisschen mit dem Pinsel auszutupfen, sodass sich das wunderbar legt. Möglichst spannungsfrei und blasenfrei. So, das ist unser Ziel. Wir wollen vermeiden, dass das Harz hier aus den Löchern kommt
und irgendwo sich auf den schönen Lack irgendwo verbreitet und dann kriegst du es halt nicht ab. Ne? Das verbindet sich dann. Das heißt, in dem Ofen gleich wird der Harz, das Harz, ja, das wie auch Harz, immer, ich glaube, es ist beides möglich, wird erst flüssiger, oder? Und fängt an zu laufen. Also, ja, in der Regel erstmal wird das durch die Wärme etwas flüssiger. Und, aber auch nichtsdestotrotz, wenn du es so stehen lassen würdest, würde es auch irgendwann, wenn da irgendwelche Löcher sind, würde es ja trotzdem raustropfen. Wie lange würde das jetzt da so liegen, bevor es hart wird? Ja, also jetzt bei 20 Grad. Bis es hart wird, glaube ich, das würde schon so, bis wir es anfassen könnten, 6, 7, 8 Stunden dauern. Würde es dann genauso hart und stabil werden, wie wenn wir es in den Ofen packen? Nein, tut also es muss, nicht. Also es muss richtig ausgehärtet werden mit Temperatur. Wir benutzen jetzt ein Epoxidharz und es gibt Epoxidharze mit verschiedenen Eigenschaften. So, in diesem Fall haben wir ein Harz, was sehr gute Eigenschaften beim Handlaminieren und auch schon allein schon längeren Stehen bei Raumtemperatur erreicht. Generell ist es aber wünschenswert, dass man ein Epoxidharz vortempert oder generell tempert, das heißt Wärme behandelt. Mhm. Man benötigt immer in der Regel, sagen wir mal so 50, 60 Grad, ist schon wünschenswert, je nach Hersteller, je nach Datenblatt, Vorgabe, damit das Harz ungefähr dass die besten Kräfte entfalten kann. Die Vernetzung vollkommen ist und die besten Kräfte entfaltet werden können. Es ist aber eine andere Thematik. Es geht nachher irgendwann auch um die TG, also Temperaturbeständigkeit, also wann das, bei welcher Temperatur das Harz wieder erweicht. Da gibt es auch nochmal Unterschiede. So in unserem Fall, die Tür von innen wird wohl nicht so warm. Ich würde das auch bei 60 Grad belassen. Auch wenn das nachher mehr Temperatur ist, thermalisiert sich das von alleine. Mhm. Es ist halt nicht so, dass wenn es jetzt eine Haube oder eine Außentür wäre, könnte es passieren, dass es sich richtig wärmen bahnen lässt, dass es einfällt, wellt, wenn die Temperatur zu schnell steigt. Ja, es gibt tatsächlich Rennwagen ohne Klimaanlage, wo du tatsächlich mal so 60, 80 Grad im Innenraum hast. Ja, aber wie gesagt, für uns ist es nicht ganz so schlimm. Es wird nicht so warm, geht nicht über die TG, beziehungsweise es wird ja nicht so heiß, dass es auf einmal so weich wird, dass es rausreißt, weil du gerade die Tür aufschmeißt oder was weiß ich. Also das heißt, wenn der Wagen steht und warm wird, in dieser Position, ist das nicht schlimm, das wird sich sogar noch nachdenken. Also, wie gesagt, zum Thema Harz können wir lange drüber reden. Das finde ich sehr gut, das funktioniert sehr gut. Und bei diesen Harz ist auch nochmal der Vorteil, dass der härter blau ist. A, sieht man das, wenn man es richtig mischt, dass das wirklich homogen vermischt ist, das Material. Dass die Anwendung schon passt und man das verwenden kann. Und zum anderen ist es halt so, wenn man jetzt dieses Harz in Sichtbereich verwenden würde, also sprich für Sichtcarbonteile, dann ist es auch dieses bläuliche Wirk gegen die UV-Strahlung noch gegen. Also das heißt, generell ist das so, wenn die Oberfläche vergilbt, dann siehst du das Gelbe. Mhm. Manchmal kennt man das ja. Und dieses bläuliche wird nochmal, wird dagegen wirken. Das heißt, man nimmt das nicht so wahr. Ne? Das ist wie eine Kaschierung, sage ich mal. Also wir kleben jetzt ganz einfach diese Löcher erstmal mit. Ich nehme mal das Neue, das habe ich schon angefummelt. Mal hier. Ne? Ich habe die auch schon angefummelt. Ja, die kannst du, das ist nicht so schlimm. Aber sonst klebt das nicht so gut, weißt du? Das soll ja wie eine Dichtung dienen, als Dichtung praktisch dienen. Also richtig schön hier an die Bügeln und versuchen, dass hier auch keine Falten sind, weil dadurch könnte das Harz durchgehen und irgendwo dann sich verbreiten. Wie gesagt, ich will das verhindern, dass es da rauskommt. Mhm. Wir machen da auch ein paar mehr Lagen rüber. So, das haben wir. Und hier ist das halt so, da haben wir auch nochmal so ein, es ist halt so Modelliermasse. Die drücken wir in die Gewinde, damit die nicht volllaufen. Und hinterher kann man einfach durchbohren und mit dem Gewinde schneiden und nachschneiden, fertig. So, wenn wir jetzt aber das Gewinde da voll läuft und so, das ist richtig der Film. Und Vorsorge ist besser als Nachsorge. Genau. Also, ich halte da mit dem Finger einfach vor das Gewinde hinten, weil das durchgehend ist. Ja. Ziehe das hier einfach so ab. Zack. Hier das Gleiche. Wird das Zeug im Ofen gleich flüssig? Ja, ab einer gewissen Temperatur wird das schon so. Bei 60 noch nicht, ne? Nee, aber es wird schon extrem weich. Und wir kleben da trotzdem nochmal gleich Klebeband drüber, damit es nicht rausfallen kann oder vorsichtshalber irgendwie rausploppen kann, ne? Damit wir diesen Effekt nicht haben. Deswegen kleben wir da noch einen drauf. Also wenn ich diese Tür demnächst hier auf und zu mache und die bretthart ist, dann was? Werde ich jeden Tag an diese Matten da denken.
Vorgetränkmatten liegen hier. So, das ist jetzt eigentlich ja das Wichtigste. Neben dem Harz ist, glaube ich, das Entscheidendste jetzt A, welche Matten, B, wie sie hier drin liegen oder nicht. Ja, hier ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Weil es ist egal. Danke. Danke. Aber danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir wollen das jetzt. Wir gehen jetzt auf die Materialstärke und das Problem ist, wenn wir jetzt mit UD anfangen würden, also antidirektional gelegte Phase in die Richtung und sowas, die kriegen wir kaum laminiert, kaum platziert, wird auch nicht so viel Sinn machen. Also legen wir eher den Wert drauf, dass es sich schön anschmiegt an die Kontur da drin. Deswegen haben wir jetzt, oder habe ich in diesem Fall ein Köpergewebe genommen, was sich gut drapieren lässt, weil ich in der Regel faul bin und keine 5, 6, 8 Lagen reinmachen wollte, habe ich jetzt ein schweres Gewebe genommen, was es auch so eigentlich nicht wirklich auf dem Markt gibt, beziehungsweise relativ selten. Das hat jetzt in diesem Fall knapp 750 Gramm pro Quadrat, eine Lage. Muss ich Auto hochdrehen danach? Pro Quadrat, du musst mir zuhören. das ist die Spezifikation, so benennt man das. Also eine Körperbindung mit knapp 750 Gramm pro Quadrat Flächengewicht. Pro Quadratmeter. Genau. So. Ohne Harz aber. Ohne Harz, genau. Und man, je nachdem. Was schon ganz schön viel und dick ist, so, oder? Wer genau? Nein, 750er ist schon ganz schön dickes Gewicht. Ja, deswegen sage ich, ja, das ist schon nicht, das ist schon recht gut. Also ich denke mal, das sollte völlig ausreichen. Und wie gesagt, die zwei Lagen legen wir komplett drüber. Und dann habe ich mir gedacht, dass da, wo dieses Fangschloss ist, weil man extrem immer dran zehrt, weil die Tür aufgeht, dann schwingt das da ja aus, dann kommst du mit deiner dagegen und legen wir zwei extra. Je später es wird, rätseliger wird Artyom heute wieder. Backen wir extra zwei Lagen drüber, weil damit die Kräfte nochmal extra abgefangen werden können. Das heißt aber, du hast jetzt keine Gedanken dabei gemacht um die Anordnung der Lagen. Da kommt jetzt einfach so rein. Nee, in diesem Fall ist das eine 0,90er-Anordnung. Aber wie gesagt, 0,90. Also man redet immer von Grad. Mhm. Es gibt halt verschiedene, diesen Gewebearten 0,90. Oder bei dem Gewebe jetzt ist eine 0,90. Je nachdem, wenn ich das jetzt so drehen würde, wäre es plus minus 45. Mhm. Ja, die Rowings bzw. die Fäden liegen so, ne, und sind in einer Körperbindung verflochten. Genau, aber die einzelnen Fäden zueinander. Die sind alle gleich. Ja. Okay. Das war die Frage. Hätte ja sein können, dass du da irgendwie sagst, nee, wir müssen auf jeden Fall jede zweite 90 Grad drehen oder so. Nee. Ist also für meinen Teil egal. Ich möchte jetzt einmal erstmal die Oberfläche da drin auch einmal einschmieren. So, dass wir nicht aufs Trockene legen, sondern dass wir das Ganze erstmal einpinseln. Ich versuche da jetzt schon wieder alles da. So irgendwie. So, haben wir alles? Bevor wir uns hier wieder. Gut. Nicht so viel unbedingt, aber schon ein bisschen benetzen. Ja, kipp rein in den Eimer da. Ja, das ist auch nur für mich. Auf die 1-2 Kilo kommt es nicht drauf an. Das wäre jetzt genau der Moment, wo bei mir einfach nur diese Matte auseinanderfallen würde. So, du hättest haufenweise einzelne Fäden in der Hand. Aber es wäre nicht da, wo es hin soll. Und das ist die Kunst. So. Die sieht das so einfach aus. Wie wichtig ist es jetzt gerade, dass da keine Luft zwischen ist? Ja, es ist schon wichtig in dem Sinne, dass du, wenn es anliegt, dann kannst du die Kraft auch übertragen. Das heißt, du versuchst jetzt schon, die Luft da überall so rauszustreichen. Ja, genau. Und ist natürlich, wenn der kleine Bläschen, das ist nicht so schlimm jetzt in diesem Fall. Wir haben jetzt eine große Lage und zwei kleine Lagen, da wo das Fangbecken in der Mitte ist. Ganz genau. Ist kriegsentscheidend, dass da jetzt zwei Lagen liegen? Wäre das genauso auch nur mit einer Lage? Sollte man so machen, ja. Also müssen da wirklich zwei Lagen immer sein? Ja, aufgrund des Aufbaus und des Verzugs zum Beispiel. Jetzt wäre das jetzt auch nicht ganz so relevant, aber weißt du, ich mache das so, wie es muss. Das gehört so und das macht man so. Und das könnte passieren, dass dann irgendwie Spannung auftritt und sich das Laminat erst recht dann ablösen könnte von dem, wo wir es haben. So, aber nicht. Also schon immer doppelt. Schon. Und jetzt als letzte Lage. Die Lagen sind jetzt drin, und, aber richtig getränkt, also richtig doll getränkt. Sehr satt, sag ich mal. Und eigentlich wäre das auch fast zu viel Harz, aber es ist schlimmer. ist wirklich so. Weil im Handlaminat verwendest du immer viel, viel mehr Harz. Weil du kannst das ja nicht regulieren, wie in gewissen anderen Verfahren. Zum Beispiel bei Infusion oder Präpreg ist es bei Präpreg zum Beispiel vorgedrängt. Und es ist vordosiert. Bei Infusion ist es ja auch, regelt es sich auch gewissermaßen. Und hier
trägst ja was auf und sagst, okay, es ist jetzt gut, es ist gesättigt. Und dann kannst du jetzt noch die Möglichkeit mit einem Abreißgewebe A, schlechtest du die Oberfläche. Sprich, dass wenn da Fäden vorgucken, wer sie laminiert hat, weiß das manchmal. Dass wenn so ein Rohling hochsteht, wenn der scharf hochsteht und hart ist, dann kannst du, der Nadel spitz ist das Ding, dann kann sich der locker dran verletzen. Und bevor wir dann nachher anfangen zu schleifen, wir kommen da eh nicht ran und wie auch immer, nehmen wir ein Abreißgewebe. Und das legen wir da rein. Und das funktioniert wie folgt. Das blättet die Faser und entzieht nochmal ein bisschen Oberflächenharz. Ne? Mhm. Und wenn wir es nachher abreißen, haben wir eine schöne schlichte Oberfläche, die uns so ein bisschen Harz rausgeholt hat und die Oberfläche geschlichtet hat. Und wir könnten theoretischerweise da sauber drauf kleben, weil die Oberfläche ist ja schon mechanisch, als ob sie angeraut ist. Ne? Das heißt, so ein bisschen wie so eine Klarlackschutzschicht, die erst am Ende nochmal rüberkommt. Ja, die wir hinterher entfernen. Ne? Wieder abreißen am Ende, ja. Genau. So. Ich nehme jetzt so eine. Man kriegt aber auch ganz oft übrigens Carbon-Teile, wo es nicht entfernt wurde und wo diese Schicht dann noch drauf ist. Ja? Mhm. Weiß ich nicht. Also ich mach's nicht. Weil so einfach geht die auch nicht runter. Da muss man schon ordentlich dran ziehen. Kommt immer drauf an. Da gibt es auch sehr viele Unterschiede. Von extra behandelt, dass es nicht richtig anhaftet. Und das ist jetzt ein ganz einfaches Material. Ich benutze das auch manchmal so, wenn ich was kleben muss. Das habe ich in verschiedenen Breiten. Wirklich, das habe ich irgendwie 5 verschiedenen Breiten. Ja klar, wenn du so eine Haube machst oder so, dann musst du natürlich... Ja, aber auch da, das ist halt, wie gesagt, da gibt es so 3-in-1 Komponenten, da hast du alles im einen und ach, das ist, wie gesagt, wieder eine andere Thematik. So, das Gleiche, wir packen das hier rein, schwupps, so, dass es einfach überall liegt. Also, die sieht gut aus. Die sieht gut. So, ab in den Ofen, ne? Cool. Und lehnen das mal da gegen. Genau. Geht das? Ja. Guck mal hier. Wir haben einen Raumfühler in diesem Fall. Und der Ofen ist ja noch relativ neu. Und das muss man mal dazu sagen, den Ofen hat Artium hier selber gebaut. Ja. Also es ist halt 10-Fuß-Container komplett ausgehöhlt und dann entkoppelt. Wärmetechnisch, dass er nicht leitet und dann gedämmt mit Steinwolle und verkleidet mit Blech. Speziellen Einheiten und sowas. Und ja, ist ein frei programmierbares SPS-Programm dran, was jetzt momentan noch nicht so perfekt läuft und neu gemacht wird, aber nichtsdestotrotz, es läuft. Aber nicht so, wie ich es gerne will. Weil das heißt, der Sinn und Zweck von diesem Ofen ist nicht einfach nur Temperatur X, sondern nein. So wie du früher einen kleinen hattest, wirklich eine Kurve zu fahren. Kurven zu fahren, Punkte zu halten, genau zu sein, auch bei hohen Temperaturen, es richtig zu regeln, also richtig hochzufahren, nicht, dass du so, ich mach Knopf an, 100 Grad? Nein. Ich möchte, wenn ich in einer halben Stunde 3 Grad hochfahren will, möchte ich konstant über diese halbe Stunde 3 Grad hochfahren. Zum Beispiel, jetzt ist es 5 bis 10 Grad sein. Ne? So, ich möchte schon so genau wie möglich sein. Und ich möchte auch den genauen Wert haben. So, ich habe mir lange Gedanken gemacht, ja, das ist genauso wie bei Messmitteln. Wie nennt man das denn, wenn du die kalibrierst? So, woher weißt du denn, dass das jetzt 60 Grad sind? So, ja, ja. Damit habe ich mich beschäftigt. Wann sind das 60 Grad? So, Versuche gefahren, das kommt immer auf die Harze an, alles sowas. Also, Fakt ist, Raumtemperatur und unter anderem den platzieren wir auf der Tür. Irgendwo, hier mit einer Klammer können wir den oder Klebeband festmachen, damit wir wissen, was die Ist-Temperatur ist. Damit die auf keinen Fall, die können wir so sichern, dass diese Ist-Temperatur nicht überschritten wird. So, wir machen mal hier direkt so dran. Wenn da 60 Grad gleich drin sind, hier außen ist ganz normal kalt. Passiert gar nichts. Genau, nö. Also das irgendwann merkst du schon nach 12 Stunden, 13 Stunden, dass hier leicht in dem Bereich warm wird. Aber das hat damit zu tun, dass ich das noch nicht komplett entkoppelt habe, dichtungsmäßig. Aber dann hat die Temperatur auch drin 80, 90 Grad. So, und dann merkst du es langsam, dass da was kommt. Ne? Okay. Aber so, ja. Wie viel Grad kann der Ofen? Maximal? Ja, momentan 120. Also theoretisch hatte ich schon mehr, aber mehr habe ich jetzt noch nicht gemacht und gebraucht. Hast du schon mal was zu essen drin gemacht? Nö. Nein. Auf gar keinen Fall. Nee, aber wir stellen jetzt einmal ein, also das, was wir jetzt einstellen, ist eigentlich ist gar nichts. Normalerweise kann er viel mehr. Ne? Und wir machen jetzt einfach, erst die mögliche Automatik betrieben, dann läuft er in Zyklus ab. Und in diesem Fall schalten wir einfach nur ein und stellen die Temperatur ein.
55, dann machen wir bei 60 eine Absicherung, dass egal was passiert, der soll nicht über die 60 Grad gehen. Das ist so eine Absicherung, falls irgendwo irgendwann was ist. Falls wir oben eine Kiss-Heineken finden. Und, ja, und auf einmal geht da ein Lüftchen und Feuer auf, dann ja, soll er mal ausschalten. Okay, 60 Grad. So, das ist unser Fühler. Der sagt jetzt momentan 19 Grad. Das ist der, der da anliegt. Mhm. Und der oben hängt, hat 21,5. Es kann sein, dass sie leichte Differenz haben. Aber der, der anliegt, ist schon ziemlich genau. So, dann starten wir den. Und warten ab. Wie lange braucht er, bis er jetzt 60 hat? Also ich denke, eine Stunde, dann können wir rausholen. Nee, ich meine jetzt, wie schnell der 60 hat. Ach so. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis er die Grundwärme drin hat. Mhm. Weil die Masse muss es ja erstmal aufnehmen. Ja. Aber ich denke, die Lufttemperatur müsste, ich denke mal so 5, 6 Minuten. Aber wichtig ist, sobald er die 60 erreicht hat, beziehungsweise 55, dann sollte er schon ungefähr eine Stunde drin sein. Ja, also ich denke 45 Minuten bis eine Stunde ab jetzt. Also ab jetzt eine Stunde mit aufheizen. Jetzt haben wir gar nichts, okay, weil Akku leer. Warte mal gucken. 21.18 Uhr, 22.18 Uhr. Bis gleich. 1 hour later. Ah. Hol jetzt mal die erste raus. Den kannst du erstmal zumachen. Türen sind immer noch da. Türen sind noch da. Schon fester, ne? Ja. Ist noch, jetzt noch so flexibel, sag ich mal. Können wir die abkühlen lassen? Dann wird das starrer auf jeden Fall. War das hier schon so? Ja. Okay. Gut. Ja, krass, wie weich das so wird, ne? Mit 60 Grad. Ja. Weich hier auf jeden Fall, ne? Weicher, also ja. Da wirst du, siehst du ja auch, oder da merkst du auch, dass es Butter auch nicht, Karamell ist das hier, Alter. Nicht hundertprozentig behandelt wurde thermisch. Also es wurde auch nicht, die Tür wurde nicht richtig getempert. Ja. Lass die mal abkühlen, jetzt wird die dann starrer. Leg die mal hin, warte mal 5 Minuten so. Dann können wir diese abziehen. Aber ich denke mal, so richtig den Effekt werden wir eh erst sehen, wenn es abgekühlt ist und am Auto ist. Ne? Ja. Wir können ja gleich schon mal vielleicht antesten, ob das schon mal was. Schon mal an Bus schrauben, gucken, ob sie passen. Ja. Ich wollte jetzt noch ein bisschen das Zeug ein bisschen entfernen, grob. Also ich würde mir einbilden, dass es jetzt schon, obwohl es noch nicht ganz abgekühlt ist, weißt du? Ist das schon starrer. Mhm. So. Zudem, wenn das jetzt nochmal abgekühlt ist, ich denke mal, das ist schon vernünftig. Also wir haben schon was erreicht, wir hoffen, das reicht. Wie dick ist die Schicht da jetzt ungefähr? 2 mm? An dieser Stelle, weil wir vierfach gelegt haben, wird sie um die 3 schon 3,5 sein. Mehr. Und hier müsste sie so um die 2 sein. Ja. 1 mm mehr. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt mal abkühlen. Genau. Wir wollen es ja auch nicht zu sehr übertreiben im Ofen. Nee, danke trotzdem, dass du die Zeit genommen hast. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das Ganze montiert ist. Ich denke auf jeden Fall auch, man wird es merken. Und mehr können wir nicht machen. Erstmal nicht. Danke fürs Zuschauen. Haben euch eine schnelle, kurze Reparatur gezeigt, Versteifung gezeigt. Kann nur besser werden. So, jetzt ab nach Hause, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao. 24 hours later. Jetzt sollte die Tür auf jeden Fall wieder kalt sein und der Harz hart sein. Und jetzt gucken wir mal, was das Ganze gebracht hat. Gerade beim Montieren fühlte sich das definitiv schon richtig gut an. Also das ist wirklich unglaublich. Zieht euch rein, wie gut diese leichte Tür jetzt auf und zu geht. Ich wackel mal ein bisschen drin. Also da muss ich wirklich sagen, gegenüber vorher ist das schon, es sind schon Welten. Ein bisschen Spiel ist immer noch da in der ganzen Fläche, aber das sind wirklich, das ist wirklich deutlich, deutlich weniger. Und jetzt der entscheidende Moment. Und ihr wisst, wie vorher die Türen auf und zu gingen. Also Artyom, du verstehst dein Werk, was soll ich sagen, 10 von 10 Punkten, wenig Aufwand, wenig Material. Und jetzt können wir die Tür
die Türen tatsächlich nutzen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.